Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast 2. Ja, ich muss mal eben schauen, in welche Richtung das Ganze liegt. Wir sollen uns nämlich in eine spezielle Richtung bewegen. Die Frage ist jetzt wieder. Ah ja, ist ein ganzes Stück weit weg, habe ich mir doch schon wieder gedacht. Da hinten ist auch noch ein Tor, was wir noch nicht geöffnet haben. Reinste Luft, fehlende Fähigkeiten. Ach, da fehlt mir eine Fähigkeit für. Oh, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir den etwas längeren Weg hier rum. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie ich da hochkomme, bevor ich da wieder über irgendwelche Berge rüber muss und weiß ich nicht was. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich da jetzt am besten rumkomme. Moment. Da hinten komme ich wieder vom Wasser runter. Hier müsste irgendwo da. So. Au. Man sollte nicht gleichzeitig auf der Karte gucken und... Moment, das ist jetzt ein Weg. Das ist, glaube ich, der Weg, den ich nehmen muss, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Guck mal noch mal kurz nach. Ne, jetzt bin ich auf dem linken Weg. Muss ich doch den hier nehmen. So. Dann hoffentlich kommen wir dann auch bald am Ziel an. Ich wusste, irgendwas kommt immer dazwischen. Aber wir brauchen die Steine. Ich habe übrigens mittlerweile nach so langer Zeit auch endlich mal festgestellt, man muss nicht beide Tasten die ganze Zeit gedrückt halten, wenn man fliegt, sondern man muss das nur einmal aktivieren und dann damit fliegen. Jetzt weiß ich nicht, habe ich Nein, das noch voll? alles Das voll. war klar. So. Okay. Natürlich finden wir schon wieder was Gutes. Ah, da komme ich nicht raus. Da hatten wir doch die Feinde, oder? Ups, wo läuft denn jetzt denn hier? So. Im Moment sieht es jetzt nicht danach aus. Zack. Das ist noch was Rotes. Sehr schön. Also orange. Ja, ich weiß. Was ist das? Das ist rotes Helium. Oder, ja, Helium, glaube ich, stand da gerade. Obwohl es orange ist. Da sind noch irgendwelche Feinde. Aber hier ist noch mal was zum Einsammeln. Und ich habe gerade, glaube ich, eine Wimper im Auge. Das ist ganz, ganz schlecht, wenn wir auf dem Weg sind. Gerade wenn wir Feinde haben. Ja, die Feinde sind zumindest noch ein Stückchen weiter weg, glaube ich. Oh, die allerdings nicht. Moment, ich muss natürlich die rechte Abzweigung nehmen. Mal eben schauen. Ah, das sind die Vögel. Und da ist auch einer. Also dem helfen wir mal. Du hast 200 Kreaturen erledigt. Oh, cool. Da war noch einer da drin. Zwei. Ja, ich helfe dir jetzt. Wenn er mal kommen würde hier. Hallo. Alter. Wo ist denn der andere? Ist er da drin? Das ist nicht gut. Ja, ich weiß. Ach, da. Geh doch mal zur Seite. So, was ist das? Was ist das? Aufheben. Modulteile. Finde und sammle Modulteile und bringe sie zur Hütte des Einsiedlers Matsum, um neue Module zu erhalten. Aha. Das hatten wir aber bisher noch nicht, oder? Das ist ja cool. Du bist aber nicht der Einsiedler, oder? Ich wollte dir eigentlich helfen. Ich dachte, kommt doch irgendwas, aber gut.
Der sieht das als selbstverständlich an. Ich meine, für mich ist es selbstverständlich, jemandem zu helfen, aber... Auf Kriminal kann ich gerade verzichten. Ja, ne, finde ich auch. Ist das nicht ein Ausbruch hier vorne? Ach, du Scheiße. Moment, muss ich nicht... Doch, ich muss rechts rum. Ihr habt mich nicht gesehen, ich bin einer von euch. Ihr seht doch, ich fliege auch. Oh, oh, ich höre irgendwas. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Lass mal das gelbe Ding da stehen. Ach du Scheiße. Ach, die sind das. Okay, die werden hoffentlich nicht so schnell hinter mir herkommen. Beweg dich, Cutter, sie kommen. Na? Den dahinter, den treffe ich gar nicht. Was für ein Feigling. Wo sind die anderen denn? Ach, da ist einer. Okay, hab dich gesehen. Gleich das ganze Bataillon oder was? Nee, nee. Zu weit weg, oder? Ach du Scheiße, was bist du denn? Okay, vielleicht doch das ganze Bataillon. Alter. Kriege ich jetzt wieder nicht, oder was? Wer war das denn? Ja. Dann ist er mal tot. Aber jetzt ist er tot, glaube ich. Oh Gott. Okay. Wo? Okay, ich weiß nicht, ob die anderen jetzt drinnen sind, weil die nicht rauskommen. Ich hab's gesehen. Na komm. Doch, den treffe ich wieder nicht. Nicht gerade noch einer von unten? Na? Bewegt sich aber auch gerade keiner, ne? Oh. Bewegt sich gerade keiner. Nein, nein. Diese. Hä?
Ist er deaktiviert oder was? Was ist das? Ich freue mich aber auch. Das sieht aus, als ob... Wieso ist der deaktiviert, wenn ich nicht da bin? Oh, und wieso habe ich jetzt hier so ein Boss-Symbol? Bist du irgendwie verbuggt? Kann das sein? Oder der wird erst aktiviert, wenn irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist es sehr, sehr, sehr seltsam hier. Okay, damit komme ich nicht runter. Alter! Boah. Die halten aber auch was aus hier, die Viecher. Die sind hier doch überall drin verteilt. Ich sehe das doch. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Aber wieso ist da ein Ausrufezeichen? Na, kommt da jetzt einer raus? Ich will da jetzt ungern in eine Falle reintreten, ne? Alter, so viel dann zur Falle. Boah. Ja, komm. Noch einer? Komm, komm. Der ist jetzt aber auch selten die mich gelaufen. Okay. Hä? Wer hat denn da jetzt geschossen? Komm. Nicht du, der andere. Alter, ich habe gesagt, der andere soll kommen, nicht du. Was haben die denn hier schon wieder? Egal. Oh. Upgrade. Ja. Zerstöre den Generator. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt wollte ich mir so schön einen Schluck Kaffee genehmigen. Und schon ist die Szene wieder vorbei gewesen. Oh, da unten ist doch die ganze Zeit einer mit Ausrufezeichen. Ach, das ist der Typ, ne? Den wir suchen. Wo ist er denn? Hier. Können wir mit dem reden? Hi. Bist du Junaya? Kann sein. Wer will das wissen? Entspann dich, Kumpel. Ich gehöre auch zum VC. Ich bin hier, um dich zu retten. Salib schickt dich?
Du sagst es, na los. Verschwinde hier und lauf in dein Dorf zurück. Ja, cool. Aber können wir denn nicht hier auch noch irgendwas machen? Also was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist, dass das hier... Zerstöre den Generator. Druidenanlage versorgt die anderen Basen mit Truppen. Oh, okay. Frage ist nur, da hinten müssen wir den Generator zerstören, ne? Ne, Moment, da hinten ist jetzt... Das ist das andere, okay. Aber wie zerstöre ich jetzt den Generator? Was haben wir denn hier noch? Oben sind wir schon gewesen, da haben wir nichts mehr. Da wird noch irgendeiner sein. Ich kann das besser, Kleiner. Okay, wo ist der dritte? Ach, dahinter. Okay. Komm her, du feige Socke. So, jetzt aber. Wie zerstöre ich den jetzt? Das ist jetzt nur die Frage. Draufschießen wäre vielleicht nicht so günstig, ne? Könnten wir mal versuchen, aber... Nee, wird nichts bringen. Aber hier oben ist noch was, Moment. Also bringt wahrscheinlich deswegen nichts, damit ich nicht hier komplett explodiere mit dem Ding. Muss ich dazu sagen. In der Realität würde es wahrscheinlich schon einiges bringen. Kann ich nichts machen, ne? Muss doch irgendwo eine Kommandozentrale oder sowas sein. Das kriege ich nicht auf. Ach, weil ich ein so ein Ding noch mal... Nein, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Und warum läuft der hier die ganze Zeit mit gezückter Pistole rum? Es ist so, als ob der jeden Moment hier auf den Angriff wartet. Das finde ich nicht gut. Aber ich habe keins mehr gesehen. Wo könnte denn hier noch... Nee, das ist zu. Ach, da. Ich blindfisch mal wieder, ne? So, mein Freundchen. Jetzt musst du mir den Zutritt aber gewähren. Gehe ich mal von aus. Warum sprinte ich eigentlich nicht? Weil das mal wieder sehr schwierig ist mit der Taste hier. Moment, wo war denn? Da. Ja, bitte. Hilfreich. Und oh, so schädlich. gut, hört sich nach einem Update an. Aber wie zerstöre ich jetzt den Generator? Das ist das Problem. Beziehungsweise das ist die Frage. Alter! Schreck mich hier nicht so. Muss ich da theoretisch noch hier durch? Zerstöre den Generator. Oder habe ich mir jetzt gerade was geholt, um den zu zerstören? Bin mir jetzt nicht sicher, weil eigentlich hörte sich das noch Upgrade an. War nur ein bisschen zu schnell weg, als dass ich es lesen konnte. Gute Frage, nächste Frage. Um den Behälter mit weißem Helium für Kisas Speer zu öffnen. Hä? Frage ist... Oder muss ich da nah rangehen? Musste ich hier gar nichts einsammeln? Das kann natürlich auch sein. Bin jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe so noch nie mit einem Generator zu tun gehabt. Aber ich denke mal, man muss irgendwo von der Steuerung aus irgendwas machen. Deswegen, also hier kann ich auf jeden Fall nichts machen. Nee.
Ich schau mal eben nach, was wir jetzt hier eigentlich bekommen haben. Wo kriege ich das denn jetzt? Moment, Module? Hier bei den Modulen. Davon. Doch. Das war Modul, was wir bekommen haben, meine ich. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, ob mir das weiterhilft. Aber ich habe nochmal genau nachgeschaut, was wir alles bekommen haben. Und ich habe diese Haftminen gefunden. Ich habe die jetzt hier reingetan in die Waffe. Weil das an. Oh. Das andere ist ja das hier. Und ich habe das jetzt hier in die Waffe reingetan. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt zwischen den Dingern hin und her schalte. Ach doch, mit Y. Ah, mit Y kann ich hin und her schalten. Dann schaue ich mal, ob ich das jetzt hinkriege. Ich bin gerade überlegen, wo das jetzt genau ist. Ob ich das jetzt hinkriege, das Ding explodieren zu lassen. Weil ich wüsste sonst nicht, was ich hier noch machen könnte. Die Tür ist geöffnet und alles. Das ist jetzt wieder die Pistole. Ah. Ja, cool. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, geil. Hatte ich doch das richtige Näschen hier. Cool. Der macht jetzt automatisch... Moment, wo muss ich jetzt am besten hin? Ja, am besten da links halten, wenn jetzt gleich ein Weg kommt. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich glaube, hier drüber bin ich eben gekommen. Ja, sehr, sehr geil. Es ist ein... Hä, wieso macht er denn da hinten was Blaues? Das ist doch gar nicht hier. Das ist doch da hinten beim Dorf. Hä? Okay. Na gut. Oh, ja, ist okay, ist okay. Sie haben mich im Visier. Ja, ist okay. Sie haben dich nicht lange im Visier. So. Die dafür umso mehr. Aber egal, wir müssen weiter. Was? Du hast eine Menge Nanozellen. Achso, ja, da müssen wir dann auch gleich mal eben gucken. Heilung war mir persönlich jetzt gerade wichtiger. Kamenai, ich hasse diese Viecher. Ich auch, deswegen flieg weiter. Ich glaube, hier mussten wir links rum, ne? Beim Nachgucken. Ja, genau. Bin einer von euch, Jungs. Ich fliege ebenfalls. Der wollte ja nicht mit mir reden hier. Da auch weiter links rum und dann die nächste rechts, genau. Schauen wir mal. Da hinten ist wieder was Rotes. Sehr schön. Sowas nehmen wir doch gerne an. Auch wenn sich das hier nicht gut anhört gerade. Ja, ist aber schon wieder vorbei. Da war doch noch irgendwas auf dem Weg, oder? Was ich einsammeln konnte. Ich denke mir mal, das hat sich jetzt auch wieder resettet. Moment, da ist noch was, genau. Und ich meine, irgendwo kam noch ein gelbes oder so. Erstmal mit dem Kopf überall gegenknallen und dann geht's weiter. So. Muss ich nur noch den Zugang wieder zum Dorf finden. Aber normalerweise, wenn ich durchfliege, müsste ich direkt da sein. Haben wir heute aber noch einiges geschafft. Ich bin zwar ein bisschen länger hin und her rumgeirrt. Ich kam ja vorher eigentlich schon auf den Gedanken. Aber das Problem war, ich habe mir gedacht, naja, das kann ja eigentlich nicht sein, dass du da mit einer Waffe drauf schießt, weil dann explodiert das Ganze und du bist halt mittendrin. Das fand ich so unlogisch, aber... Sie wollten es so.
Oh mein Gott, das ist Junair. Wo warst du? Ich war ganz besorgt, Bruder. Ich war auf der Suche nach Federn, als... Darf Baram von unseren VC-Angelegenheiten wissen? Das ist egal. Hauptsache, du bist gesund. Ich steckte in einer Zelle als Gefangener der Invasoren. Mich verletzte niemand, aber sie schon. Von wem redest du? Man kann sie nicht wirklich verletzen. Es sind schließlich Maschinen. Danke für die Rettung meines Freundes. Der Ventilope-Club steht in deiner Schuld. Gib uns Bescheid, falls wir dir irgendwie helfen können. Solange eure Ventilopen keine Bomben auf diese verdammten Basen werfen können, muss ich das Angebot wohl ablehnen. Sagtest du Bomben? Mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Das könnte hinhauen. Ernsthaft? Ventilopenreiter können so gut wie alles von oben herabwerfen. Es ist kein Problem, wenn... Junair, warum gönnst du dir nicht etwas Ruhe? Dein kleines Abenteuer war sicher anstrengend. Ja, Salep, das stimmt. Eine Sekunde mal. Mit deinem Sprengstoffkönnen und seinen Zähmungskünsten können wir Chaos vom Himmel regnen lassen. Ein dummer Plan. An dessen Ende nur noch mehr Ventilopen verletzt werden. Salep, lass mich doch mit dem Fremden reden. Das gefällt mir nicht. Gehen wir, Salep. Ich erzähle dir alles über meine Aufklärungsmission. Ja, 2-1, würde ich mal sagen, ne? Begib dich zu dem Ort auf der Minimap. Über den Ventilopenbedarf reden. Da oben. Was machst du in meinem Haus? Weißt du nicht, wie man anklopft? Also, es gibt keine Tür, daher schicke Weste, die du da machst. Der ist noch nicht fertig und niemand soll etwas dazu sagen, bevor er fertig ist. Ja, damit stichst du bestimmt hervor, sogar von dort oben. Da, wo ich herkomme, haben wir Motorradklopfwesten. Allerdings sind die aus Leder. Die hier hat mehr Stil mit den Federn und so. Ich brauche noch ein paar zur Vollendung des Prototyps. Der hier ist für Salep und benötigt mehr Federn, als ich dachte. Salep ist ein großer Talaner. Er wird sie bestimmt lieben. Bist du aus einem bestimmten Grund hier? Hä? Wo ist der jetzt hin? Wie bist du aus einem bestimmten Grund hier und dann ist der weg? Ist der doof? Du warst das, ne? Wie geht's dir? Schon viel besser nach einer großen Schüssel mit gegrilltem Sanekta. Bei den Invasoren wäre ich vor Hunger fast umgekehrt. Weißt du, was sie von dir wollten? Nein, sie haben mich ständig verhört, aber ich verstehe ihre Sprache nicht. Zum Glück bist du aufgetaucht. Ventilopenbewässerung? Schon neue Ventilopen gezähmt? Das würde ich zu gerne. Leider haben die Gamos mein Ventilopenweibchen getötet, während ich eingesperrt war. Ohne Weibchen wird das nichts. Es lockt die Ventilopenmännchen ins Dorf, darum stehe ich jetzt mit leeren Händen da. Dann hol dir doch ein neues Weibchen. Leichter gesagt als getan. Es hat ewig gedauert, nur eins zu zähmen. Das war schon mühsam genug. Ventilopenweibchen sind die störrigsten Tiere, die ich kenne. Und mit all den lästigen Nackbes ist es sehr gefährlich, eins ins Gehege zu bringen. Würdest du deine Methode einem Clubkameraden verraten? Ich bin neugierig. Für den VC tue ich alles, Bruder. Ventilopenweibchen fressen liebend gerne eine bestimmte Larve. Nackbe-Larven finden sich in den Bäumen um Sapa. Sobald ich ein Weibchen entdeckt habe, hole ich die Nackbe-Larve vom Baum, um es anzulocken. Während sie frisst, wiederhole ich das Ganze mit dem nächsten Baum und dann mit dem nächsten, bis ich sie ins Gehege gelockt habe. Diese Methode erfordert eine Menge Geduld und Zeit. Wir brauchen etwas Schnelleres. Ich bin nicht unbedingt der Geduldigste. Wir sollten also an deiner Technik feilen. Damit würdest du mir erneut das Leben retten. Ohne Ventilopen könnten die Fischertalaner nicht mehr arbeiten. Dann würden die Gamos über uns herfallen. Das Dorf Emea braucht deine Hilfe. Mich? Warum?
Könntest du einige Ventilopen zähmen und ihnen beibringen, mit dem Wasser aus den nahen Seen die Wipfel Emeas zu wässern? Könnte ich, wenn wir genug Ventilopen hätten. Aber sie werden immer über den Anlagen der Invasoren abgeschossen. Wo kann ich neue finden? Nicht wir finden sie, sie finden uns. Ach echt? Jo! Ventilopen, wir sind hier! Es klappt nicht, Junair. Du hast Nagbes erwähnt? Gibt es etwas, das ich über sie wissen sollte? Nagbes sind fliegende Insekten, die im Gebiet um Sapa leben. Sie sind ziemlich gefährlich und ihr Stachel hat schon einige Talaner in dieser Region umgekehrt. Sie sind besonders feindselig, wenn sie glauben, dass ihre Larven in Gefahr sind. Große tödliche Insekten. Was kommt als nächstes? Godzilla? Wegen dieser Bomben. Darüber solltest du mit Baram reden. Er kennt sich besser aus. Ich bringe den Ventilopen bei, die Bomben zu tragen, doch die Reiter müssen sie abwerfen. Du bist ein Kumpel von Saleb, oder? Saleb ist der Schamas von Sapa. Ich will nicht zu viel über ihn reden, denn er ist mein Freund. Wir teilen eine Verbindung, die über das Sichtbare hinausgeht. Es steht mir nicht frei, seine Geheimnisse zu verraten. Wenn er will, verrät er sie dir. Gefällt es dir hier? Früher war es schön. Jetzt geht es nur darum, ob wir den nächsten Mond noch erleben. Was hältst du von den Invasoren? Ich frage mich, warum sie mich gefangen genommen haben, anstatt mich umzukehren. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Doch es muss einen Grund geben. Ich glaube, sie suchen etwas. Kannst du einen Sanektar zähmen? Nein, danke. Ich möchte meine Hände gerne behalten. Wie Garmors sind Sanektas wilde Kreaturen. Die sind nicht meine Expertise. Du gehörst zum Ventilopenclub. Was machst du da so? Alles, was Saleb nicht machen will. Und das ist eine Menge. Ich nenne es den VC. Klingt viel besser. Stell dir mal einen gezähmten Garmor vor. Das wäre doch etwas, oder? Etwas Gefährliches, ja. Warum sollte man so eine Bestie um sich haben wollen? Ich hätte nichts gegen einen kleinen, flauschigen Kampfgefährten. Das wäre der Hammer. Dann wäre ich der Bestienmeister. Nein, nein, das passt nicht. Der Herr der Bestien. Garmors haben keinen Herrn. Sie sind wild. Daraus wird also leider nichts. Wie unterscheide ich zwischen Weibchen und Männchen? Und kommt mir nicht mit Genitalien. Zu dieser Zeit bleiben die Weibchen für gewöhnlich in ihren Nestern. Nordöstlich von hier gibt es einige. Wir sehen uns. Nun gut. Da haben wir doch jetzt wieder einiges noch dazu gelernt. Begib dich zu den Ort auf dem Mini... Achso, wegen Weibchenködern. Ja, das ist zumindest nicht so weit weg. Moment, achso. Doch, ich dachte gerade, das sind zwei Orte. Dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und werden hoffentlich in der nächsten Folge es hinkriegen, dass wir so Ventilopenweibchen ködern können. Oh Gott, reden kann ich auch nicht mehr. Ich bin schon total aufgeregt hier. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!